Jo Leute, was geht? Joghurt wieder am Start. Ja, ich mache hier so ein kleines Info-Video für mein YouTube. Ja, um zu erklären, was denn jetzt hier so los ist. Ja, weil ich habe einfach lange keine Videos mehr hochgeladen und ich möchte auch ein paar Projekte ändern. Ein paar rausnehmen, ein paar hinzufügen. Deswegen ja. Wie soll ich starten? Die Formate, die drin bleiben werden in meinem YouTube, auf meinem YouTube, wo sich nichts ändern wird. Sind Stream-Highlights. Stream-Highlights werden weiter hinkommen, auch wenn das letzte schon lange her ist, aber das wird kommen. Es wird eins kommen. Arbeite gerade nicht an einem, aber es wird kommen. Private-Highlights werden auch weiterhin da bleiben, weil das macht auch Spaß. Man kann mit Freunden zockt man ja einfach immer ab und zu, wenn was Lustiges passiert, einfach aufnehmen. Und dann kann ich das bearbeiten. Salty Glory. Überlege ich, ob ich das weitermache oder nicht, weil ich habe zurzeit nicht wirklich viel Zeit, Smash zu zocken auch und so. Ich habe lange kein Smash mehr gezockt. Doch, diese Woche, und zwar eine halbe Stunde oder so, habe ich Smash gezockt. Das ist ein Wunder. Ich habe auch letzte Woche nicht gestreamt, genauso wie vorletzte Woche nicht, glaube ich. Ich weiß, ich sehe ein bisschen tot aus, es tut mir leid. Ich weiß nicht warum. Ich bin schon länger wach, aber ich glaube, ich sehe immer tot aus. Vlogs werde ich auch weiterhin drin lassen. Vlogs machen wirklich übelst Bock. Werde ich im Weiteren auch machen. Ist auch das Format, was am besten bei mir jetzt rüberkommt auf dem Kanal. Mein erster Vlog hat jetzt mit RIP Sonic Amiibo hat mehr als 200 Aufrufe bekommen, was für mich übertrieben viel ist für ein Format, was ich so normal mache. Mein zweites Video ist auch ganz gut, zwischen 40 und 60 Aufrufe, glaube ich, oder so, was auch ziemlich gut ist für meine Verhältnisse. Und das werde ich auch weiter machen, das kam scheinbar gut an und macht auch Spaß. Ist auch jetzt nicht so viel, ich muss auch nicht so viel dran arbeiten jetzt und so, ich muss einfach aufnehmen, ein bisschen schneiden und das ist gut. Deswegen werde ich das weiterhin machen. Vielleicht auch mache ich auch so Vlogs mal zwischendurch, wo ich einfach nur hier sitze und über irgendwas rede. Vielleicht könnt ihr ja schreiben in den Kommentaren, was ihr hören wollt. Zum Beispiel irgendeine Geschichte von mir, von meiner Schulzeit irgendwie oder keine Ahnung, irgendwas. Case oder Lootbox Openings werde ich weiterhin auch machen, wenn ich mal wieder viele habe. Wird nicht einmal im Monat kommen, sondern es wird einfach irgendwann kommen, wenn ich genug Sachen Boxen habe oder so. Und dann mache ich einfach ein Video spontan, wie ich die öffne alle. Das kam ja scheinbar auch ziemlich gut an, ne? Aber ich persönlich gucke das ja auch sehr gern sowas, deswegen passt das. Und ihr hält irgendwas an. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, ich werde noch ein weiteres Format hinzufügen wahrscheinlich. Und zwar von GTA 5. Random GTA 5 Moments so gesehen, aber nur GTA 5, das ist ein einzelnes Format und so, wo es nur um dieses Spiel geht, wo ich mit Freunden zocke, verschiedene Modis und so. Ja, vielleicht wird euch auch das gefallen. Mal sehen, ich hoffe mal. Die Formate, die ich aber jetzt nicht mehr drin haben möchte, sind erstens Cringe Fiesta, werde ich rausnehmen. Ist mir um ehrlich für mich zu so viel Arbeit einzumachen, ein Cringe Fiesta. Und es kommt zwar schon gut an, aber irgendwie finde ich, passt das auch nicht so mein Konzept auf dem Channel. Weil einfach, ich mache Gaming-Content allgemein. Außer die Vlogs jetzt, Entschuldigung für den Besuch, falls ihr es hört. Gaming-Content und dann kommt so Cringe Fiesta dazwischen, deswegen das ist halt, das passt einfach nicht dazu, finde ich. Habe ich probiert, habe ich eben von Parasynical und Leafy is here inspirieren lassen oder abgeguckt, kann man auch sagen. Und ja, das wird also nicht mehr da sein. Genauso wenig wie Retro Sunday. Das habe ich nur einmal gemacht, um zu gucken, wie das rüberkommt. War eine Idee, die ich spontan hatte. Und kam leider nicht gut an. Sieht man an den Likes, sind glaube ich ein oder zwei Likes. Und die Views sind auch nicht, im Gegensatz zu den anderen Formaten, die ich mache, recht. Ne? Deswegen werde ich nicht weiterhin machen, Retro Sunday. Ja, und Cringe Fest ja halt auch. Wegen den Stream gerade zur Zeit, falls sich welche Wunder nicht mitbekommen haben. Ich streame ja, habt jetzt 2 Wochen kaum gestreamt. Einmal Montag, glaube ich, und noch einmal Donnerstag. Diese Woche wird, also was morgen sein wird, jetzt Sonntag, werde ich Smash zocken wieder, Smash am Morgen. Montag, Donnerstag kommt wieder nix, dann kommt wieder Smash am Morgen. Und dann wieder Montag, Donnerstag nix und dann nochmal Smash am Morgen und ab da geht es nochmal weiter. Also in 2 Wochen. Also viele Leute, die sich gewundert haben, hier habe ich jetzt gesagt, ich habe einfach viel zu viel zu tun zurzeit. Deswegen, das kriege ich alles nicht reingequetscht, leider. Aber Smash am Morgen, sonntags, läuft die nächsten 2 Wochen. Gut, ich denke, ich habe alles gesagt. Falls ihr irgendwelche Ideen habt,
für neue Formate oder Verbesserungssachen und sowas, könnt ihr einfach in die Kommentare schreiben. Falls ihr nichts schreibt, denke ich einfach mal, ihr habt nicht bis zu diesem Zeitpunkt geguckt. Oder alles passt schon so und dann denke ich mal, ist auch gut. Also, ja, danke fürs Zuschauen. Nicht vergessen, liken, abonnieren, bla bla bla. Ihr kennt das alles, ne? Twitter steht alles in der Beschreibung. Tschüss.